Die Schad. Mission starten. Man sieht sehr viel. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer ein dunkles... Naja, es ist ein weißes Bild. Kein dunkles Bild. Hätte fast gelogen. Hätte euch fast alle geprankt. Direkt Bing, direkt ein Infrase bekommen. Es bringt den Grid total durcheinander. Reflection wird vieles durcheinander bringen, wenn wir es nicht aufhalten. Nicht zuletzt die Mitarbeiter selbst. Alter, das müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht einen immer geditscht bekommen. Zu experimentieren ist alles möglich. Es ist fast schade, dass wir das nie erleben werden. Nein, es ist nicht Plastik. Glas ist nur der Testlauf. Wenn sich... Hä? Ich habe euch gesagt, das Spiel hasst mich. Ich sterbe einfach beim Nichtsmachen. Toll, oder? Ich bin. Ich sterbe durchs Rumstehen. Und das Spiel, weil das Spiel mich hasst. Müssen wir uns merken. Den neuesten Zahlen zufolge haben sich inzwischen beinahe eine halbe Million Mitarbeiter für Reflection angemeldet. Ich wette, der ist nicht dazwischen gefallen. Tausende haben es bereits erhalten. Das ist ein voller Erfolg. Es bringt den Grid total durcheinander. Reflection wird vieles durcheinander bringen, wenn wir es nicht aufhalten. Nicht zuletzt Lampe. Die Mitarbeiter selbst. Sobald Kruger anfängt, in großem Maßstab mit den Emotionsparametern zu experimentieren, ist alles möglich. Es ist fast schade, dass wir das nie erleben werden. Nein, es ist nicht Plastik. Glas ist nur der Testlauf. Wenn sich Reflection hier als Erfolg erweist, wird es das Konglomerat für alle Mitarbeiter in Cascadia obligatorisch machen. Es wird ihnen auch noch das letzte bisschen persönliche Freiheit nehmen. Okay, ich bin einfach nur... Alter, das ist echt krass riesig, das Teil, ey. Alter, da fahren Leute Schlittschuh. Ihr könnt nicht sehen, Faith. Was Plastik damit sagen will, ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. So können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu... Gut. Ich habe nur zugehört, was sie erzählen. Und dann bin ich, Brain AFK, wie ich bin, direkt in das Loch gefallen. Ich habe doch geschworen, nicht immer zu sterben. Also sobald ich wieder meine, die Freiheit habe zu laufen, sterbe ich. Hopp. Ich versuche ihn mal in der Mitte zu laufen von dem Ding. Ich glaube, das ist besser. Na, ich gehe mal hier rüber. Hopp, 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 hopp. Geschafft. Es geht aufwärts. Und los geht's. Oh. Sie wissen jetzt also, dass ich hier bin. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie wird Welt ist elefantastisch. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall... Sag mal... Faith, was kannst du eigentlich? Nichts kannst du. Du kannst nicht mal auf einen anderen Fahrstuhl, der neben dir ist, springen, ohne direkt schon wieder abzustürzen wie so ein fetter Kartoffelsack. Na bitte, es geht aufwärts. Ich krieg echt ein Kind, ne? Und los geht's. Ich mach das jetzt nochmal. Ganz groß Anlauf. Seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf Schafft sie wahrscheinlich trotzdem nicht. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf... Okay, warum hält sie sich nicht an dem Scheißteil fest? Ich drücke die richtigen Knöpfe, aber es passiert nichts. Ich weiß nicht, ob die Steuerung echt so der Mock ist, dass echt ich daran 100 Milliarden Mal sterbe. Ich drücke die richtigen Knöpfe, ich schwöre es euch. Aber sie hält sich dann einfach nirgendwo fest. Sie wissen jetzt also, dass ich hier bin. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alle schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich wünschte, ich könnte das auch erleben. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Jetzt habe ich safe gespielt. Schnell dich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Triggersignal unterbrechen, wodurch die Nazis deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiterhin in dir. Wenn sie das Reflection
Reflection-Trägersignal abschalten, bevor ich dort bin. Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen Sie weiterhin nicht mit dem Einsturz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben dort. Ja, weil sie dämlich sind. Es könnte auch sein, dass wir uns irren, Plastik. Könnte es nicht. Ich habe die Berechnungen zweimal durchgeführt. Hast du dich schon jemals geirrt, Plastik? Nein. Bam! Kein Ding für den King. Okay. Die reden aber viel heute. Will die halt nicht unterbrechen, während die so richtig schön talken. Alter, es ist ja echt groß. Ach du Kacke! Ah! Das ist der Hammer! Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich! Ich bin jetzt oben. Ist das real? Wie wär's, wenn du mal einen Ausflug machst? Guck mal da unten. Aua. Du auch? Okay, merkt es euch, Kinder? Wenn man von einem hohen Gebäude runterfällt, respawnt man. Einfach merken. Bam, 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 bam. Ich beeile mich doch wie blöde, Mann. Wenn sich einer beeilt, dann ich. Aua. Oh, ich lebe noch. Ja, daran. Ja, daran. Oh. Ich habe das Trümmerteil nicht so ganz beachtet, was auf einmal auf mich drauf fiel. Das war gerade mein Problem. Mann, ich habe das echt nicht gesehen rechtzeitig. Ich bin echt ein Trottel. Diesmal war es meine Schuld, aber die Male davor, da war das nicht meine Schuld. Aber das gebe ich zu. Das war meine Schuld. Ich sehe jedes Mal unglaublich hier vor. Warum ist sie jetzt anstatt zu springen über das Ding geklettert? Muss ich das verstehen? Oder? Jetzt bitte ohne zu sterben, danke. So. Danke. Daran. So, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Gleich kommt wieder das Trümmerteil. Da kommt es. So, und rüber. Okay. Perfekt. Komm ich da jetzt rüber? Ja! Ach, dass wieder ein Trümmerteil kommt. Ich gucke deswegen gerade immer ganz ungläubig. Daran? Hey, das Klettern hier ist ja auch... Oh, da kommt ein Teil, aber auf mich gefallen. Okay, gut. Oh Gott. Okay, alles ist gut. Ah, ich lebe noch. Ich dachte, ich sterbe schon wieder, Mann. Ah. Haben wir geschafft. Schöne Wurst. Schöne Wurst. Dachte der Metzger. Ich hab so eine Art Atrium erreicht. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Den kannst du nehmen. Aua. Da ist der Aufzug. Oh yeah. Oh. Ich habe geschafft. Ich habe vor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Bäume. Die meisten Mitarbeiter wissen nichts davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbarer Food sein. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Ja, ne? Das wäre cool.
Schacht fällt. Allerdings wird der Kontakt in Mauer abreißen. Diese abgeschirrten. Schon wieder ist die Verbindung total schlecht. Wo bin ich denn hier? Samsung, Alter? Kabel Tele Deutschland 2 Phone? Keine Ahnung. Wenn ich doch da runter gehe, sterbe ich. Kann ja nicht runter. Bin ich gerade doof? Ich hab doch gesagt, sobald ich in den Schacht rausgehe, sterbe ich. Hä? Aber ich kann nicht springen, wenn ich im Schacht bin. Erreiche die Spitze des Gebäudes. Würde ich ja gerne. Kann ich mich hier vielleicht dranhängen? Kann ich mich hier irgendwie ranhängen? Ja. Oh, geht doch. Ranhängen hat diesmal funktioniert. Okay. Waren hier wieder Trümmer von oben auf mich? Ich glaube, da kommen welche, ne? Da kamen welche, ja. Wo hänge ich denn? Jedenfalls nicht da. Jedenfalls sagen sie wieder nicht da, wo sie hängen sollte. Und dadurch bin ich wieder gestorben, weil sie nie macht, was ich will. Nie macht sie, was ich will. Sie hasst mich, das Spiel hasst mich. Na, 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 na. Ich sing davon irgendwann ein Lied, Mann. Ich nenne es das Spiel hasst mich. Geschrieben von Mr. Moore. Während er Mirror's Edge spielte. Weinend. So. Ja, flieg du mal vorbei, der. Oh Gott, war das knapp. Oh man, war das knapp. Kommt da wieder ein Trümmerteil irgendwo? Ja, aber auf meiner Seite. Das heißt springen. Ja. Ein Trümmerteil? Nee. Ach, daran. Habe ich einfach nicht richtig gesehen. Ich bin durch. Oh. Die Schäden hier sind enorm. Alter, die Explosion war schon crazy, ne? Aber kein Ding für den King. Eigentlich hätte ich an der Wand lang gehen sollen, ne? Aber ich bin das nicht. Ich bin der Rebell. Oh Gott, wäre ich jetzt runtergefallen, wäre ich jetzt geweint wieder. Nicht! Oh! Gott sei Dank. Auf dieses Gebäude raufzukommen ist aber auch eine Herausforderung fürs Leben, ne? Vor allem jetzt bei den Trümmerteilen. Wo muss ich hin? Darüber. Ah, ob ich das schaffe? Ja. Kein Ding für den King. Oh, Geronimo! Hallo. Okay. Alter, die Explosion war echt krass, ne? War ja nicht mal ohne. Das Spiel war nicht ohne. Aber wir kommen gut voran. Aua, Glas war im Weg. Aber wir kommen gut voran. Ach, ich dachte, ich komme nie nach oben. Aber so ist das ja ganz angenehm, muss ich sagen. Mit den kleinen Enterhaken hier. So. Jetzt muss ich da hoch, jetzt muss ich da hoch. Ah, so viele Wege. Es ist zu spät, um sich zu entschuldigen. Muss ich da hin? Okay, okay, okay. Aua. Keine Zeit. Blub. Achso, das Glas. Au. Kaputt geht. Au. Sei vorsichtig, Faye. Ich hoffe, es mir daran zu sehen. Soll ich die Übertragung abschalten? Nein, natürlich nicht. Entscheide dich mal, was du willst. Warum ist die Verbindung eigentlich so schlecht zu denen?
Ich meine, ich bin ja nicht irgendwie unter der Erde. Ich bin das Gegenteil. Lauf, Mann! Oh, oh. Nein! Och, warum... Mehr als laufen kann ich doch nicht, liebes Spiel. Mehr als laufen kann ich doch nicht. Warum lässt ihr das denn unter meinen Füßen direkt weg explodieren? Ihr seid echt gemein. Warum? Schon wieder genau dasselbe. Ich geh rauf, blub, weg. Mann! Dieser Scheißturm kam mich mal richtig an meinem Zuckerli. Mein Gott. Das geht ja noch, ne? Aber danach. So. Ah. Was soll ich machen? Da und darauf? Ah, wir sind tot. Wusste ich doch. Oh, Mirror's Edge macht so Spaß in diesen Momenten, wo man immer failt, immer stirbt. Mirror's Edge macht dann Spaß. Bin doch eben genauso. Ich bin da ran und dann so. Aber dann hat sie sich wieder nicht an diese Stelle gehangen. Aber das tut sie jetzt schon wieder. Kann sich nicht entscheiden, ne? Na, jetzt aber. Ich wünschte, ich hätte nicht solche Probleme bei dem Spiel. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat einen der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Erstmal muss ich hier rüber, ne? Ich geb's auf. Wirklich, ich geb's auf. Ich stehe auf dem Seil und sie springt einfach runter. Ich habe keinen Knopf gedrückt, weil ich mich erstmal umsehen wollte. Ey, ich krieg ein Kind bei der, ne? Was soll das denn immer? Kuma will, dass du vorsichtig bist, Faith. Mal wieder gerade, danke. Ein riesiges Loch in der Wand. Kann ich da ran? Ja, jetzt auf einmal kann sie da ran. Oh, Moin. Fuck. Wow. Plastik. Du musst die Türen öffnen. Ja, nein. Jetzt. Ich tue doch schon, was ich kann. Hier ist überall Kälte. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Oh, Mann. Die Türen sind offen. Ja, bitte. Sie sind offen. Au, 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 au. Ich bin nur um die Ecke gelaufen, Mann. Aber es sind da 500 Leute. Ich hab's geschafft. Super. Kuma, you idiot. Ja, der Kuma ist der Einzige, der zu mir hält. Ich kenne die Gefahr. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich habe außerdem noch einen weiteren Anreiz für dich. Wenn Reflection zerstörst, überlasse ich dir die Zahl. Eigentlich wollte ich dir ja deine Schuld erinnern. So lange keine Not mehr nicht zu besuchen. Was für eine Zeichnung. Ein Gegenstand in meinem Besitz, auf den Faith schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen hat. Ich überlasse es dir davon zu erzählen. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was ist mit Kruger? Schwer zu sagen. Wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Ich habe die Spitze erreicht. Wir sind echt ganz oben angekommen. Ich hab was gemacht. Alter Vater. Ich hab's geschafft! Wir sind bei dieser Konsole! Das war zu erwarten. Was
hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Also ihr wollt Beef, ja? Die Biometrik entsteht. Alter, gibt euch beide... Ja, wollt ihr kuscheln, ne? Ja, ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die Fake-Face bin. Alter, einen habe ich bald. Oder auch nicht, vielleicht haben mich beide. Das ist voll gemein. Okay, das will ich nicht schaffen. Will ich nicht wieder kuscheln? Das fand ich eben ganz süß. Alter, ich will mich einfach beide durchgehend verprügeln. Sogar in den Animationen, wo ich zurückgeschleudert werde, kriege ich einen Punch. Weil das zwei sind. Einen hatte ich doch fast down, dann hätte ich den anderen auch locker easy bekommen. Ja. Ich krieg ein Kind, ne? Ich krieg ein Kind. Das ist doch unfair. Das ist so verdammt unfair. Ja. Kuschelt. Kuschelt. Oh, das war so schön gerade, ne? Ja. Genau. Ich will irgendwie wieder einen Punch, ne? Ich brauch Leben, ich brauch Leben. Aua. Ja. Einen habe ich. Ja. Ich brauch Leben, ich brauch Leben. Oh, geht doch, Mann. Ha! Hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Folge Cat. Herzlich willkommen. Bleib stehen. Cat. Renn doch jetzt nicht weg. Cat. Ich hab ein Bonbon für dich. Rede mit mir. Alter, einfach aufs andere Gebäude. Ciao. Geronimo. Wow. Das hat sich ja gelohnt, ihr zu folgen. Oh Mann, danke, liebes Spiel, dass du so gut dich um mich kümmerst.
Sogar wenn ich irgendwem Folge verreckt, die blöde Kuh, Mann. Das kann doch echt nicht mehr wahr sein, oder? Mann, wo soll ich denn hin? Ich beende hier die Folge. Das ist mir jetzt echt. Ich mache jetzt, glaube ich, eine Pause. Ist mir jetzt so doof. Egal was ich mache, das Spiel macht's anders und lässt mich dadurch 100 Milliarden Mal sterben. Und das ist mir echt zu doof. Ciao! Es macht mich einfach traurig.